Und hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video, zurück zu Call of Duty, aber dieses Mal nicht Black Ops 3, nicht Infinite Warfare, nicht Advanced Warfare oder Ghosts, nein, es ist nichts Besseres oder Geringeres als Black Ops 1. Eins meiner Lieblings-CODs zusammen mit Black Ops 2 und Black Ops 3. Spielen wir hier heute mal Black Ops 1 wieder. Multiplayer, spielen immer noch genügend Leute online und jetzt auf den Hype ist das hier natürlich alle groß. Der Hype ist natürlich riesig, aus dem Grund, weil wir wissen, dass Black Ops 2 bald abwärtskompatibel erscheinen wird. Wir haben jetzt die erste Weihnachtswoche, glaube ich, nach Weihnachten, ja, und daher hat es geheißen, um diese Zeit soll Black Ops 2 bereits abwärtskompatibel sein, ist es jetzt aber nicht gewesen schließlich, deswegen gehe ich davon aus, dass wir es dann in den nächsten Wochen oder Tagen vielleicht sogar schon neuere Infos dazu bekommen werden. Ich wäre gespannt und ich wäre froh, wenn sie es überhaupt machen würden. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Wie schon gesagt, ich liebe Black Ops 1, ich liebe Black Ops 2. Darüber möchte ich jetzt nur mal sagen, dass Black Ops 1 dennoch nicht so gut war wie Black Ops 2. Das Problem war das Balancing in dem Spiel. Das lag aber auch hauptsächlich daran, dass bei Black Ops 1 eben teilweise die Waffen nicht gut gebalanced waren. Zum Beispiel die Kommando war extrem OP. Scheiße, da war... Ich hab's mir fast denken können. Die war... Oder die ist extrem OP. Die haben sie ja nie wirklich gefixt, dass die jetzt schwächer ist oder so. Oh, fuck. Aber... Mal sehen. Spionageflugzeug am Himmel. Spionageflugzeug hält sich bereit. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Vorräte bereit. Uiui. Hast du den? Wieso kann ich den nicht... Alter, wieso konnte ich die Vorratskiste nicht nehmen? Shit. Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Unser Spionageflugzeug. Verdammt, jetzt haben die ernsthaft meine Vorratskiste geklaut. So ein Mist. Spionageflugzeug einsatzbereit. Wo bist du? Ich will nur diesen Bastard wiedersehen, der meine scheiß Vorratslieferung geflaucht hat. Das geht mal so überhaupt nicht. Nope, du stellst mein Geschütz sicher nicht auf. Das ist nämlich mein Geschütz. Verbündete Vorräte unterwegs. Vorräte bereit. So, jetzt müsste ich ein bisschen aufpassen mit meinen Vorräten, wo ich die diesmal hinplatziere. Ach komm, nee, wirklich, oder? Ah! Habe ich wieder nicht genau gezielt. Oh Gott, da haben die mein Geschütz platziert, glaube ich. Jo, genau da. Oh, es ist weg. Sehr gut. Er hat es instant ausgeschaltet, der Typ. Oh, mein Gott, ey. Hab eine Cobra. Und ab damit. Hunde kommen.
Einfach mal sprayen, oder? Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Luftraum ist immer noch voll. Das gibt's ja gar nicht. So ein Mist. Wie lange ist dieser scheiß Luftraum denn noch voll? Cobra einsatzbereit. Luftraum ist... Ah, okay. Wir haben noch immer... Na gut, ich konnte die Cobra jetzt nicht einsetzen. Habe ich schon gesagt. Das war wirklich gut. Weiter so. Eben zu empfehlen ist es bei Black Ops 1 noch. Oh jawohl, wir hatten sogar... Oh mein Gott, wenn wir mal Hunde hatten, ey. Aber, wie schon gesagt, absolut stark in Black Ops 1 ist eben... Da gibt es nur drei Waffen. Das ist die Kommando, die Galil und eben eventuell noch... Die AOG und die AK-47. Diese Waffen sind OP, die restlichen, ja, normal. Aber die Galil ist einfach meine absolute Lieblingswaffe bis jetzt. Wenn wir noch sehen, ich habe hier die AK-74U auch noch und die M16 ist die erste Waffe, die du hast. Die geht auch für den Anfang, aber die Galil ist einfach, oh, ich liebe diese Waffe. Okay, wir werden sowieso Zufall haben. Ja, genau. So, was wollte ich noch sagen? Black Ops 2, ne, bald. Was meint ihr dazu? Was sagt ihr zum Black Ops 2 Hype, wenn das auf der Xbox One kommt? Ich werde es auf jeden Fall spielen und werde auch dazu ein paar Parts hochladen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht habt ihr auch mal Bock auf so Parts wie, weiß nicht, wir machen da 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, keine Ahnung. Oder alle, jeder gegen jeden, frei für alle, einfach nur so Black Ops 2 oder Black Ops 1, keine Ahnung. Ist halt schließlich eure Entscheidung. Aber schauen wir mal, was sich so tut. So, die nächste Map hier direkt. Zu Modern Warfare 1 ist wahrscheinlich vielleicht eine Frage, warum dazu keine Parts mehr hochkommen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie aus MW1 nun Modern Supply Drop Remastered gemacht haben. Das Problem ist, es gibt Supply Drops und alleine dass es sie überhaupt gibt, zerstört für mich das Modern Warfare 1 Feeling schon komplett, auch wenn ich es nur anspiele. Aktuell habe ich da nicht so Bock drauf, deswegen bin ich jetzt lieber bei den CODs, wo keine fucking Supply Drops mehr vorhanden sind und dabei ist Black Ops 1 an erster Stelle. So ein Mist. Da braucht er wieder ewig zum Klettern, der Boy. Oh Mann, das war bitter. Jetzt, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Die sind da oben im Haus drin. Alle. So ziemlich alle, weil... Ich weiß nicht. So ein 101-Fight gibt's hier. Da oben sitzt der, seht ihr? Genau das meine ich. Das war eine super Grenade, oder? Also ich fand die toll. Spionageflugzeug einsatzbereit. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Wo war denn der? Da oben. Uiuiui. Ah, der kommt schon wieder da oben. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge.
Meine Güte, warum messe ich denn nicht? Oh Gott, jetzt haben die eine Kobra oder was? Willst du mich verarschen? Ich doch vorher auch nicht. Ich bewege mich ja lieber weg von der. Die Kobra da oben. Verdammter Mist. Wir haben die Führung verloren. Tatsache. Mich der da wirklich noch gesehen? Verdammt. Mist, Mist, Mist. Da drüben ist ja die Kobra. Alter, war das jetzt gerade knapp. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Spionageflugzeug einsatzbereit. Komm hinter uns hoch. Unterwegs. Oh mein Gott. Wir sind in Führung. Vorräte einsatzbereit. Wo taktisches Warten, liebe Freunde. Verbündete Kobra unterwegs. Alter, war der dumm. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Was mache ich jetzt? Verbündete Vorräte sind unterwegs. Huey ist einsatzbereit. Verbündeter Huey unterwegs. So, dann schauen wir mal, wo hier die ganzen Boys herumschimmeln. Sind ja alle in dem Haus drin, dein fucking Ernst? Denke ich mir schon, ey. Komm schon. Ja. Hui. Alter, die sind alle komplett verdeckt. Ich sehe gar nichts. Feindliches Spionageflugzeug. Da sitzt ernsthaft jeder im Haus drin. Was willst du da machen? Mary campen mal. Achtung, feindliche Vorräte. Ich hab dich noch, du Noob. Sind wir jetzt im Gewinn? Jo, sind wir. Nice. Naja, egal. Hauptsache ein paar Kills, das reicht mir schon. Jo, da ist ja alles voller Smoke, Jungs. Zeig mal ein bisschen mehr Skill. Wow. Da oben, da oben. Vorsichtig. Bleib's gefälligst hier. Geräumt. Oh mein Gott, war das knapp. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Mist. Hast du das gesehen? Puh. Nein!
Ja gut, Quickscope wäre ja auch ein bisschen zu spät. Warum war das eigentlich nur ein Hitmarker? Hui! Jetzt dürfen wir nicht mehr verlieren, das wäre jetzt echt eine Schande. Oh mein Gott, ey. Spionageflugzeug einsatzbereit. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Vorräte einsatzbereit. Ei, 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 ei. Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Unterwegs. Oh, hey, hey. Also das war jetzt nochmal intens zum Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Black Ops 1 Multiplayer, das war's wieder. Das war Entfernung die Panzer Black Ops 3 Black Ops 3. Black Ops 1 Multiplayer. Solltet ihr mehr von Black Ops 1 sehen wollen, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr dann, sobald es rauskommt, Black Ops 2 sehen, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren weiteren Videos. Und wir sehen uns bald wieder bei Call of Duty, Battlefield, Rainbow, alles, was ihr zu sehen wollt von uns. Hier mit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.